Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euch eine Ostergirlande machen könnt. Hier seht ihr die Materialien, die ihr heute braucht. Einmal verschiedenfarbiges Papier, unterschiedliche Muster, dazu sage ich euch nachher noch etwas. Dann ein Stück Pappe oder auch Fotokarton, also festeres Papier und ein Druckerpapier, also ein dünnes Papier. Dann noch Scheren oder eine Schere. Ich habe hier noch eine kleine Schere hingelegt. Ich arbeite ganz gerne mit dieser. Ein Bleistift, ein Klebestift, Tesafilm oder Kreppband zum Kleben und ein Baumwollgarn oder eine Kordel oder etwas Ähnliches. Für den Hasenschwanz am Schluss zu basteln, könnt ihr entweder so fertig gekaufte Pompons nehmen. Wer die nicht hat, kann einfach ein bisschen Watte nehmen. Das hier ist jetzt so Füllmaterial von einem Kissen gewesen oder ein Kosmetiktuch, was man nachher so ein bisschen zerrupfen kann. Das wären unsere ganzen Sachen, die wir benötigen. Als erstes stelle ich mir jetzt meine Schablonen her, einmal für den Osterhasen und das Osterei. Wenn ihr jetzt denkt, oje, ich kann nicht zeichnen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Da der Osterhase und das Osterei symmetrisch sind, ist es gar nicht schwierig, das aufzuzeichnen. Und zwar geht ihr hin, nehmt euer Blatt und knickt es in der Mitte, oder? Und ihr braucht jetzt nur eine Hälfte von eurem Osterei oder eurem Osterhasen aufzuzeichnen. Wenn euch das jetzt noch nicht so gut gefällt, könnt ihr das noch ein bisschen ausgleichen, ein bisschen korrigieren, bis ihr denkt, dass das so in Ordnung ist. Das ist ganz okay. Jetzt schneide ich das erstmal aus. So, und jetzt klappe ich es auf. Dann sehe ich, dass das da oben noch ein bisschen spitz ist. Das kann man noch ein bisschen ausgleichen. Ich denke, so ist das ganz okay. Der Osterhase ist schon mal soweit fertig. Mit dem Osterei macht ihr es dann genauso. Auch wieder Blatt knicken und ein halbes Osterei aufmalen. Wenn ihr das gemacht habt, klebt ihr euch den Osterhasen auf die Pappe und schneidet es nochmal aus. Meine Schablone sieht jetzt nach dem Ausschneiden so aus. Als nächstes nehme ich mir jetzt meinen Fotokarton. Falls ihr keinen Fotokarton zu Hause habt, könnt ihr auch Pappe nehmen. Ich sammle immer ganz gerne Pappe aus meinem Haushalt, von Frühstücksterialien oder Nudeln zum Beispiel. Alles, was ihr an Pappe irgendwie finden könnt, könnt ihr aufheben und das kann man wunderbar zum Basteln benutzen. Ich nehme jetzt aber heute meinen Fotokarton und möchte gerne diese Frohe Ostergirlande nochmal machen. Das heißt, ich übertrage jetzt meine Hasenschablone zweimal auf meinen Fotokarton und das Ei 12-mal. Das werde ich jetzt machen. Hier seht ihr jetzt verschiedene bunte Papiere. Gemusterte zum Beispiel kann man sehr gut Origami-Papier nehmen. Oder es gibt hier so Papierblöcke zu kaufen. Hier ist auch ein Papier, das sieht aus, als hätte man Wasserfarben gemalt. Das könnt ihr natürlich auch selbst machen. Ihr könnt auch mit Filzstiften oder Buntstiften einfach weißes Papier bemalen. Das geht natürlich auch. Dann habe ich noch so ein Geschenkpapier gefunden. Vielleicht findet ihr auch bei euch noch irgendwas Frühlingshaftes, Österliches. Oder auch gemusterte Tapeten zum Beispiel eignen sich super. Hauptsache euch gefällt das Papier. Ich habe mich jetzt für dieses Papier entschieden. Daraus möchte ich jetzt gerne meinen ersten Hasen anfertigen. Ich zeige euch jetzt anhand des Hasens, wie er das mit allen euren Teilen macht. Und zwar drehe ich das Papier jetzt um und klebe den Hasen mit der Seite auf das Papier, wo er nicht eingezeichnet ist. Ich mache mir jetzt quasi hier Kleber grob drauf und klebe ihn
auf das Papier so drauf, dass halt der komplette Hase auf dem Papier ist. So. Und jetzt schneide ich ihn aus. So, fertig. Das ist also mein erster Osterhase. Aber was fehlt an dem Hasen jetzt noch? Der Schwanz. Genau. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, so einen Pompon aufzukleben. Das mache ich mit ein bisschen Klebestift. Einfach hier hinten ein bisschen festkleben. Es geht aber auch, wie ich das vorher schon erklärt habe, mit Watte oder nehmt ein bisschen so ein Tuch und zerknüllt euch das einfach ein bisschen. Das könnt ihr auch aufkleben. So. Ich habe gerade festgestellt, dass das mit dem Klebestift nicht wirklich gut hält mit diesem Pompon. Deshalb greife ich dann doch zu meinem richtigen flüssigen Kleber. Ich glaube, das ist dann besser. Nicht, dass ihr nachher frustriert seid, wenn euer kleiner Schwanz des Hasen immer abfällt. So, ich glaube, das ist eine bessere Variante. So, das ist der erste Hase. Jetzt fehlt dann noch der zweite und dann unsere ganzen Ostereier. Ich habe jetzt alle meine Osterhasen und meine Eier fertig gestaltet und habe sie mir schon mal so hingelegt, wie ich sie nachher beschriften möchte. Jetzt zeige ich euch gerade, wie ich den Schriftzug gemacht habe. Und zwar habe ich es mir ziemlich einfach gemacht und habe mir im Internet einfach Buchstaben gesucht und sie mir ausgedruckt. Gibt es auch andere Buchstaben. Ihr könnt die natürlich auch einfach freihand malen oder also einfach aufmalen auf das weiße Papier oder auf ein andersfarbiges Papier oder anmalen, wie ihr das möchtet. Also ich fange quasi jetzt mit meinem F von Frohe Ostern an. Ich drehe es dann meistens andersrum, dann habe ich nämlich nachher meinen Bleistiftstrich nicht auf der Vorderseite. Da müsst ihr halt bei den Buchstaben dann aufpassen, dass ihr sie quasi dann verkehrt rum aufzeichnet. So. Und dann schneide ich das aus. Dafür habe ich jetzt ein Tonpapier genommen. Das muss ja nicht so stabil sein wie jetzt die Ostereier. Lässt es sich auch leichter ausschneiden. So, das wäre jetzt quasi das F, was ich dann hier auf das erste Osterei draufklebe. Und so beschrifte ich jetzt meine ganzen Ostereier, jeweils mit einem Buchstaben. Die habe ich jetzt hier schon mal ausgeschnitten. Und muss sie jetzt gerade mal ein bisschen sortieren. Dann lasse ich ein Ei dazwischen frei, weil ich das nachher an eine Kette hänge, damit man das auch gut lesen kann. Und dann kommt noch Ostern. Die Buchstaben klebe ich jetzt auf und dann zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze zu einer Girlande zusammenklebt. Jetzt habe ich die ganzen einzelnen Teile meiner Ostergirlande fertiggestellt. Ich hoffe, es hat bei euch genauso gut geklappt und es gefällt euch auch gut. Und werde jetzt noch hingehen und meine Sachen an einen Faden oder an eine Kordel. Dafür nehme ich mir hier meine Baumwollschnur. Am besten ist halt schon ein relativ langes Stück. Es müssen ja alle Sachen aufgeklebt werden. Legen wir ein Stückchen vor uns hin und ich nehme am liebsten jetzt dieses Malerkrepp, weil sich das einfach gut reißen lässt. Das brauche ich gar nicht schneiden oder wie es Tesafilm mit diesem Abroller dann da so abziehen. Da kann ich mir nämlich im Prinzip einfach auch ein paar hinkleben schon mal.
und auch immer noch mal die Größe variieren. Jetzt nehme ich mir meinen Hasen und schaue, wie ich den platzieren möchte. Ich denke mal, ich mache es dann hier so am Hals und drehe das Ganze jetzt um. Lasse vorne aber noch ein ganzes Stück frei, weil wir müssen es ja irgendwie auch nachher noch aufhängen. Dann lege ich mir das so hin, nehme mir ein Stückchen von meinem Crepe und befestige das hier und denke ich mal am besten noch ein zweites Stückchen. So, der Hase wäre jetzt schon mal befestigt. Das mache ich jetzt mit dem ersten Osterei genauso. Ich denke mal, dass ich das vielleicht auf die Höhe mache. Mal gucken dann auch immer, dass der Abstand zwischen den einzelnen Eiern nachher vielleicht gleich ist. Nehme ich mir wieder zwei Stückchen von dem Kreppband. Drehe es um. Schau, wie ich es haben möchte. Ich denke mal, so ist eigentlich ganz gut, dass es gerade ist. Und klebe es auch wieder fest. Bei dem Kreppband ist auch der Vorteil, wenn ihr das nachher aufhängt und ihr seht, das ist ein Ei zum Beispiel ein bisschen schief aufgeklebt, dann könnt ihr das super nochmal ablösen und nochmal exakt aufkleben. Jetzt habe ich alle meine Teile miteinander verbunden und werde mir jetzt einen Platz suchen an einer schönen Wand, wo ich das Ganze dann aufhängen kann. Und zum Abschluss unserer schönen Osteridee wünsche ich euch noch ein frohes Osterfest.